Servus Burschen, wir sind wieder back und wir sind heute, wie ihr schon hinter mir seht, bei der hohen Wand. Ich habe ein bisschen Zeit, dass ich für euch ein Video drehe, muss mir ein bisschen die Zeit vertreiben und habe mir gedacht, wir schauen sie heute an, was ich beim Moped-Beschleunigungsrennen in Merkendorf eingebaut gehabt habe für einen Motor. Ihr kennt es einmal, es ist der Athena-Motor, was Zeug Maxi Factory für uns gebaut hat, geportet hat, angestimmt hat. Und ich zeige euch jetzt mal das Moped und dann werden wir gemeinsam die hohe Wand aufbrettern. Ich glaube, das ist richtig geil. Ich habe die Strecken schon ein bisschen besichtigt. Also würde ich sagen, let's go. Viel Spaß beim Video. Das ist eh das altbekannte Louis Vuitton Maxi, wie ihr es hier kennt, wie es Tax Factory und ich in der YouTube-Reihe aufgebaut haben. Ich habe aber meine Werkstatt, meine Garage ein bisschen ausgemisst, habe Sachen, was ich nicht mehr so brauche, verkauft. Mir ist aufgefallen, ich habe einen Rennmotor übergehabt eigentlich und habe den jetzt auf Wilhaben inseriert. Das ist der Italkit, von was da quasi in dem Gerät drinnen war. Und da haben wir jetzt aus der violetten Beschleunigungsmaxi sozusagen den Athena 70 Kubik mit den 13, irgendwas PS, was wir am Prüfstand abgestimmt haben, eingebaut. Ist ein richtig geiles Gerät mit, ja, wie gesagt schon, Athena Membranzylinder, 21er Bolini Vergaser. Haben da einen Tax Factory Anreißer, das ist dasselbe, was auf dem Italkit Motor eigentlich oben war. Haben eine BVL Zündung drauf, Kupplung, KTM Kupplung, eh klar. Und den Kopf, das fällt vielen eh schon auf, ist ein Italkit Kopf, aber halt so bearbeitet, dass er für den Zylinder passt. Auspuff haben wir da eigentlich was ganz Spezielles oben, einen Yasuni. Genaue Bezeichnung kann ich jetzt so gar nicht sagen, ist sehr stark umgeschweißt, hat Zeug Maxi Factory umgeschweißt, also passt. Bei einem Buch Maxi ist glaube ich sonst von Roller oder sowas. Einer von den geilsten Motoren, was ich habe, hat 13, ich weiß nicht mehr leider wie viel genau PS, aber so ein brades Bundle, dass das richtig geil zum Fahren ist. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt auf die hohe Wand hinauf aus. Ich nehme euch mit, heute mal ein bisschen anderes Video. Aber ich glaube, dass das trotzdem richtig cool sein kann. Also, let's go!
draußen, ihr seht, ich bin Maxi schon wieder eingefasst. Bin schon wieder am Weg weiter. War richtig geil. Bergauf gefahren mit dem Moped, ganz was anderes als mit der blauen bei der Motro. Wir waren sogar, sind sogar, glaube ich, bei der Motro dort vorbeigefahren. Mir hat das jetzt einmal richtig kratzt, wie es ist, wenn man mit einem starken Maxi aufgefahren am Berg. Und es war ein bisschen gefährlich. Ich habe in der Ankurve gemerkt, da waren so Schläge drinnen. Der Auspuff ist nur mit Gummidämpfer montiert, dass ich mit dem Auspuff aufsitze in die Linkskurve. Und das hat mir ein bisschen nachher Schiss gemacht. Aber ja, vielleicht machen wir sowas in Zukunft öfters. Vielleicht könnt ihr mir ein paar geile Berge sagen, wo man auffahren kann, was vielleicht mit der Polizei auch nicht so tragisch ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war nur ein kleiner Einschieber. Nichts Großartiges diesmal, aber ich glaube auch sehr interessant zum Sehen. Und ja, wir sehen sie bald wieder auf YouTube, wir sind jetzt eh wieder sehr aktiv. Also bis zum nächsten Mal, für euch.